Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel AFK Arena. Ich habe es mir schon heruntergeladen, weil es ja mal wieder weg war. Sound am machen. Und Vollbild. Okay. Dann kann es ja jetzt losgehen. Ich hoffe, der hat noch meinen alten Stand. Aber ich glaube, hat er nicht. Neuer Spieler. Ja, ist leider nicht mein alter Stand, ist neuer Stand. Konnte ich mir allerdings schon denken, das ist doch jetzt schon das dritte Mal, dass ich das Spiel anfange. Und jedes Mal einen neuen Stand. Ne, vierte Mal sogar schon. Naja. I'm coming for you. I'm coming for you. Jo. You dare stand against me? Und gleich noch mal 100 Diamanten abholen. Bei der hier. Der andere hat ja kein Buch. Keine Geschichte, der
meine Dailies. Sind mit zwei Beute. Na. Ah. Einmal eingesammelt. Noch einmal. Verbessere ein Ausrüstung. Einmal. Das wollen wir, glaube ich, auch hinkriegen. Ah, warte mal. Ich kann ja nur blau, glaube ich, verbessern. Freunde verwalten. Wie kriegt man Freunde? Zweite Quest fertig. Jetzt habe ich noch die beiden. Ich brauche Freunde und einmal Ausrüstung verbessern. So, jetzt haben wir Freunde. Und weiter geht's. Jetzt brauchen wir noch irgendwie einen grünen Gegenstand oder blauen, den wir aufwerten können. Oh, meine Quest ist schon fertig.
Oh, verloren. Na doch, komm, machen wir auch. Auch auf Level 10. Ach, geht gar nicht so weit. Gar keine Punkte dafür. Globaler Chat, deutscher Chat. Naja. Ich muss noch einmal was aufbessern. You dare stand against me? Anlegen, ablegen. Viel besser. Braucht man nur noch das eine fertig zu machen. Dann ist meine Dailies fertig. I'm coming for you. I am the heir of ash and fire. Is it getting hot in here, or is it just...
What I kill, stick. I'm coming for you. I am the heir of Ash and Fuck. Weiter geht's. Sieht doch schon mal besser aus. Taverne. Jawohl, jetzt kommt der Heiler. Oh nee. Ist mehr geworden. Yippie, ich habe einen epischen. Jetzt noch einmal ein Gegenstand aufrüsten. Taverne. Ich muss den Shop haben. Bei 2,8 kriege ich den. Okay. Dann gehen wir auf Feldzug und 2-8. Fresh blood. Schnell weiter rushen.
Yippie. Das war der. Ah, noch einmal. Okay, er sagt hier den Dunkelwald. Och nee, das dauert zu lange. Strich 6, dann ist der fünfte Shop frei. Gut, jetzt haben wir den Shop frei. Ach, 2-8. Nein. Noch zweimal. Go, go, go. Also das Spiel an für sich finde ich eigentlich ganz gut. Macht Spaß. Was ich nur ein bisschen doof finde ist, wenn man ein neues Handy hat, wo das Spiel drauf war, man lädt sich das wieder runter, muss wieder von neu anfangen. Ich denke mal, man kann auch anrufen oder E-Mail hinschreiben und sagen, hier, ich habe ein Account gehabt, das ist das und das, dann muss wahrscheinlich ein paar Antworten machen. Wann hast du das letzte Mal vielleicht gespielt und keine Ahnung, was dafür Fragen kommen würden, dass der Account dir wieder zugeschrieben wird. Denke ich mal, dass das so geht. Aber das finde ich mal ein bisschen doof. Ein bisschen umständlich. Ich habe die letzten beiden ja auch schon mit Facebook verknüpft gehabt. Also eigentlich müsste es ja über Facebook wieder ganz normal angehen, aber es geht nicht. Deswegen. Das finde ich ein bisschen doof bei den Spielen. Oh, der bleibt sehen. Das ist nur ein grüner, unwichtig. Oder 53 Euro für den Charakter auf Level 1. Boah, verrückt. Verrückt. Ja, und die Shoppreise sind natürlich wie bei allen anderen Spielen. Richtig verrückt. Enorm. Oh, den können wir ja gleich benutzen, ne? Sammeln wir die hier nochmal ein. Held, da haben wir einmal ausrüsten. Oh, ich habe was Grünes. Ah, kann man nur blau auf. I'm coming. I am the heir of. I am strong. Death is not the end. Das bis auf 15. Gut. Und dann geht's wieder auf dem Feld und ach, der letzte Kampf.
den weg und den rauf. Und los geht's. Es gibt coole Charaktere hier bei dem Spiel. So, jetzt den 71er, der ist blau. Den holen wir uns. Blau oder nicht? Was sind denn jetzt der Grün? Ah, da ist der Blau. Ah, verbessern. Jawohl, also nur ab Blau aufwärts kannst du verbessern. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Brauchst 6 graue Gegenstände dafür. Ist schon heftig. Aber ich habe es verbessert. Und damit habe ich meine Quest fertig. Wenn ich noch ein bisschen weiter spielen will, wenn neue Tages-Dailies aufgedeckt. Es ist ja hier 1, 2, 3, 4. 4 Dailies will ich noch kriegen. Und dann eine Beschwörungsrolle zu kriegen. Soll ich das so schnell machen? Wie lange spiele ich? Halbe Stunde? Ach komm, es geht auch ganz schnell. Das ist also wieder ein XL Video. Eigentlich wollte ich heute keins machen, weil ich muss gleich zur Arbeit. Ich muss mal gucken, wie spät es ist. Ja, 15 Minuten habe ich noch. Also müssen wir jetzt ganz schnell bis 2.12 spielen. Das war jetzt 9. Jetzt kommt 2.10. Ich musste gleich wieder aufleveln, weil ich werde gleich Probleme kriegen. Machen wir mal auf 20. Kein Gold mehr. Okay. Ich habe ein Geldproblem. Ich wusste es doch. Ich wusste es doch. Fresh blood. I'm coming for you. You dare stand against me? I am not your commander. I am stronger in death than in life.
No one can best me. Das jetzt schaffe, ich weiß es nicht. Ich habe nur ein Level bei den einen geändert und neue Rüstung angelegt. Die neue Daddies. Wenn ich die Runde geschafft habe. Jetzt habe ich auch kein Dingens mehr, kein Pulver oder wie das heißt. /12 da. Ich muss den schaffen für die nächste Quest. Kommt schon. Dann rocken wir mal schnell das Labyrinth hier durch. I am your shield. I am your shield. I am eternal. Keine Heilung, deswegen gehe ich den Kampfweg.
Oh, der ist das gleich tot. No matter where König. I am, I shall lead. So, das ist ihr Talent. Sie verbraucht ihre Lebensenergie. Ja. Also brauchst du jedes Mal eine Heilung. Na gut. Müssen wir mal zum Heilbrunnen hin. Immer die verbraucht ihre Lebensenergie und macht sich dafür ein Schild. Da. Zack. Und schon wieder ihre Lebensenergie weg. Ja, die macht guten Schaden. Ach, und sie lädt sich mit jedem Schaden wieder auf. Super.
Juhu. War das nochmal durch? War es drei Runden? Oh jo. Ach je. Heilen. Angriff. Angriff, Angriff. Dann nehmen wir den hier. Ich glaube, ich nehme gleich für sich aber noch einen Helden. Wenn so ein blauer Wahn nochmal kommt. Da ist noch ein blauer Wagen. 8,25. Nehmen wir den hier. Ich werde mal meinen Kämpfer. Ach, der ist da drin. Fresh Blood. Die beiden kennen sich wahrscheinlich, ja. Show them no mercy. Jetzt 7.800. Na, lass mal erstmal so.
jetzt einmal kurz heilen. Ja, wir kriegen alle. Gut, haben wir das alles? Fresh blood. I'm coming for you. You dare stand against me? I'm lovely or consider. I am stronger in. I am the heir of Ash. I am stronger in death than in life. Death is not. Schauen wir mal bei Dailies. Ach, stimmt, wir müssen noch einmal. Let's go. Die eine Runde haben wir ja nicht geschafft. Jetzt aber. Down. Nummer 3 ist down. Nein, noch nicht. Gewonnen. Okay, Daily. Beginne einen Kampf im Königssturm. Königssturm. So. Die kommt weg, der da. Und die tauschen. Ein Kampf, mehr brauchen wir ja nicht. Quest einsammeln. Und jawohl. Dadurch haben wir jetzt die Truhe hinten erreicht. Das ist ja das, was man eigentlich nur braucht. Bewerte uns, hinterlass Feedback später. Weil, wenn ich jetzt die 3 Quests noch mache, kriege ich zwar die Belohnung, aber es geht nicht weiter nach hinten. Und die Belohnung ist halt immer diese Schilder, die du hierfür brauchst. Du brauchst 100 Schilder am Tag. Ich habe schon 100 Schilder. Also daher hast du alle Truhen und ich brauche die anderen 3 Quests nicht mehr zu machen. Gut, dann warte mal. Da leuchtet noch was. Events. Noch schnell einsammeln. Was man hat, das hat man. Den kann ich ja schon mal aufleveln. Auf 11 sage ich jetzt mal. Wenn ich ihn später noch brauche, kann ich ja weiter leveln.
Aber jetzt erstmal. Erstmal nur aufgelevelt auf 11, damit der hier ganz unten ist. Gut. Ich soll noch weiter kämpfen. Na komm, ist ja noch 3-4 Runden. Okay, auch nochmal schnell machen. Das war die zweite Etage. Jetzt kommt die dritte. Okay. Und angreifen. Jetzt muss ich mich langsam beeilen, weil ich muss gleich los. Schnell noch Brot machen gleich. Der hier, der wird nicht mehr gut ausgehen, obwohl die Level 19 alle sind. Und auf Level müsste ich eigentlich jetzt noch gewinnen, aber ich denke mal, hier eine bessere Rüstung an wie ich. Aber hier wird's enden. Gleich stark. Level 20 gegen Level 20. Wer hat die bessere Kombination? Oh, das scheint auch nicht zu sein. Oder doch nicht? Ah, 3 gegen 2? Oh, da noch richtig cool. Nice. Level 20 gegen Level 21. Das werde ich verlieren. Der Reiter, der ist richtig übel. Übel. Gut, Quest noch. Dann noch was einkassieren, das ist schön. Jetzt kann ich wieder ein paar Leute hochleveln. Okay. Das war's fürs Erste. Ich gehe mal hier zurück. Und da noch einmal die Truhe einkassieren. Was habe ich denn jetzt schon wieder gezogen? Oh, der ist stärker wie der. Na, ja. Gut, das war's dann für heute. Ich beende das Spiel. Und werde jetzt mein Ticket abholen. Und sag mal,
Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.